Jo, hallo, hallo, hallo. Die Irin ja wieder hier mit einem weiteren Part von Guard Me Sherlock, John H. Watson Sprout. Ich komme gerade frisch von einem Stream zu Danganronpa. Mir tut der Hals echt mega weh. Und er freut sich jetzt schon tierisch drauf, noch eine paar Minuten lang Stimme verstellen und alles geben. Aber es wird hier nicht so schlimm wie bei Danganronpa, wo ich dann doch schon öfters mal die richtig krassen Ficker sprechen muss. Ja, ich spiele gerne mit meiner Stimme, ohne Frage, aber es geht dann doch schon sehr auf die Essenz. Also Props und Respekt an alle jene YouTuber und Let's Player, die das können. Ich kann das wahrscheinlich nicht auf Dauer, auf stundenweise und ja. Nichtsdestotrotz, Aufnahme wird trotzdem gemacht, damit ich morgen, also ich gehe morgen auf Reise, wenn ihr das seht, da bin ich schon längst wieder zurück und habe hoffentlich schon wieder die nächsten Aufnahmen nachgeworfen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir legen einfach mal los, wo wir letztes Mal aufgehört haben, würde ich sagen. Macht mehr Sinn, glaube ich. Aber du magst Sherlock, nicht wahr, John? Ja, vielleicht. Wenn ich ihn hassen würde, würde ich nicht mit ihm zusammenleben. Was ist mit dir? Ha? Huh? Magst du Sherlock? John stellte mir die Frage, als sei das nichts, und für einen Moment, wusste ich nicht, wie ich antworten sollte. Außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Sherlock mir dieselbe Frage in Bezug auf John vor einiger Zeit stellte. Ja, irgendwie schon. Was meinst du mit mögen? Ich frage nur, ob du ihn magst. Keine besondere Bedeutung oder so. Seinem Ausdruck nach, auf Johns Gesicht und wie er da sitzt und während er an seinem Tee nippt, scheint er wirklich nicht, irgendwas anderes implizieren zu wollen. Nun ja, wie ich schon zuvor sagte, ich denke nicht, dass er entgegen dem, was andere sagen, er ein schlechter Mensch ist. Außerdem denke ich, dass er sehr charmant sein kann. Ich denke, man könnte sagen, er ist charismatisch. Er ist die Art von Mensch, die eine Art Magnetismus an sich hat und die Fähigkeit hat, Leute anzuziehen. Ja, so denke ich auch. Weißt du, ich habe heute etwas verstanden. Ich bin eifersüchtig auf die Beziehung zwischen dir und Sherlock. Obwohl keiner von euch beiden es zeigt, in Wahrheit vertraut ihr einander und ihr braucht einander. Menschen träumen davon, eine solche Beziehung zu formen. Es reicht zumindest aus, um mich eifersüchtig zu machen. Darf ich dich etwas fragen? Du sagtest, du bist eifersüchtig auf die Beziehung, die Sherlock und ich haben, aber auf wen von uns beiden bist du eifersüchtig? Bist du eifersüchtig auf mich, weil ich Sherlock so nah bin? Oder bist du eifersüchtig auf Sherlock, weil er mir so nah ist? Versucht John zu fragen, in wessen Gegenwart ich mehr bevorzuge, Sherlocks oder seine? Ach, so meinte ich das nicht. Ich war einfach nur neidisch auf die Beziehung an sich. Dass ihr zwei, dass ihr beiden ihr selbst sein könnt in der Gegenwart des anderen. Ich verstehe. Das ist eine sichere Antwort. Ich habe ehrlich nicht versucht, eine sichere Antwort zu wählen. Aber dennoch, wenn ich wählen würde, auf wen ich, wenn ich wählen müsste, wer würde das dann sein? Bin ich eifersüchtiger auf John, weil er bei Sherlock sein darf, oder ist es eher andersherum? Tut mir leid, habe ich dich irgendwie in die Ecke getrieben? Nein, hast du nicht, würde ich gerne sagen. Nun,
Vielleicht ein bisschen? Du hast keine Angst, ehrlich zu sein, oder? Okay, dann ändern wir das Thema. Gab es irgendwelche Entwicklungen bezüglich des Codes? Nein. Bezüglich Sherlocks brauchen wir einen Schlüssel, um ihn zu lösen. Er fragte mich, ob ich eine Idee hätte, was der Schlüssel sein könnte, aber ich kam auf nichts. Ein Schlüssel, Nun, viele Menschen nutzen Bücher oder Karten als Schlüssel, diese Art von Ding. Sherlock hat dasselbe gesagt, aber mein Onkel hat mir nichts anderes als diesen Code dagelassen. Eigentlich, jetzt wo ich so darüber nachdenke, hast du dich an etwas erinnert? Ja, mein Onkel mag japanische Geschichte und er hatte eine Menge Bücher über Japan. Japanische Geschichte, huh? Wie Samurais? Diese Art von Ding? Ja, hast du von der Sengoku-Ära gehört? Sie referiert auf das 15. und 16. Jahrhundert von Japan, als es dort ein paar Unruhen und Kämpfe gab. In dem Fall, wenn wir uns seine Sammlung an Büchern angucken könnten, könnten wir den Schlüssel finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Onkel seine Wohnung verkauft hat, da er so viel Zeit im Ausland verbringt. Wenn er in London war, war er immer in einem Hotel. Ich verstehe. Dann werden wir wahrscheinlich keine Bücher von ihm finden, das uns einen Hinweis geben könnte. Nein. Aber es ist möglich, die japanische Sengoku-Ära vielleicht einen Hinweis enthalten könnte. Und dennoch, ich weiß nicht wirklich viel darüber. Aber es gibt wenigstens die kleine Chance, dass es uns helfen könnte, den Code zu lösen. Es ist es wert, nachzuforschen. Für Onkel Steve. Du bist wirklich besorgt, nicht wahr? Wegen deinem Onkel. Ja. Ohne es wirklich so zu meinen, lasse ich meinen Kopf hängen, als diese ganzen Gedanken über mich hereinstürzen. Aber dann berührt John meine Hand. Ich schaue zu ihm auf und er lächelt mich an. Es ist okay. Momentan kann er aus irgendwelchen Gründen nicht mit dir in Kontakt kommen. Aber ich wette, ihm geht's gut. Ja, du hast recht. Danke, John. Johns Hand fühlt sich warm und zuversichtlich an. Und ich drücke sie sanft. Er hat recht. Ich muss daran glauben, dass es Onkel Steve gut geht. Ich werde den Code lösen und herausfinden, wo er ist. Heldenhaft! Später am Tag, an diesem Nachmittag, sitzen wir alle gemeinsam in Sherlocks Wohnung, um etwas Abendessen zu uns zu nehmen, Tee zu trinken und uns zu entspannen. Und einfach, ja, das zu tun, was wir gerne tun würden. Sherlock? Ich habe mich das schon eine Zeit lang gefragt, aber was ist das in deinem Mund? Es sieht nicht aus wie eine Zigarette. Das ist eine Zimtstange. Diese in meinem Mund zu haben, hält mich davon ab, ein Tabakprodukt zu benutzen. Ah, jetzt, wo ich daran denke, du sagtest, du würdest wieder aufhören wollen, richtig? Das wievielte Mal ist es? Das 250. Das 274. Mal. Das 274. Du arbeitest wirklich sehr hart daran, aufzuhören, nicht wahr? Irenia? Du musst nicht versuchen, ihn irgendwas Unterstützendes zu sagen. Er gibt bereits zu, dass er 273 Mal versagt hat. Aber das bedeutet auch, dass er es 274 Mal versucht hat, nicht wahr? Ich denke, das ist etwas Gutes an ihm.
Statt sich darauf zu konzentrieren, wie oft ich gebraucht habe, um mit dem Rauchen aufzuhören, warum konzentrieren wir uns nicht auf etwas Wichtigeres? Hier. Und schauen uns diesen Artikel an. Hier. Und damit nimmt Sherlock sein Smartphone heraus und hält es mir und John entgegen, um uns eine Nachrichtenseite zu zeigen, die er gerade gelesen hat. Auslandsbüro, Mitglied tot aufgefunden. Tot unbekannt. Wahrscheinlich falsches Spiel. Scotland Yard ermittelt die möglichen Gründe. Ermittelt in den Gründen Unfall oder Mord. Das Auslandsbüro? Ist das der Fall, den Mycroft dir gegeben hat? Mycrofts Fall. Das ist der eine, an dem Sherlock seit dem ersten Tag, an dem ich ihn getroffen habe, bearbeitet. Mycroft hat ihn dazu gebracht zu helfen. Das stimmt. Dieser spezifische Fall wird von den Medien geheim gehalten. Die Beschreibung in diesem Artikel ist ziemlich vage, aber was passiert ist, war kein Unfall. Die einzige Sache, die bisher klar ist, ist, dass es Mord war und dass es eine Menge Mysterien bezüglich dieses Fall gibt. Eine Menge Mysterien betreffen diesen Fall? Könnte es dann dieser M sein, von dem du mir zuvor erzählt hast? M? An diesem Punkt ist es noch zu früh, das zu sagen. Das scheint eine ziemlich schwache Antwort zu sein, obwohl sie von dir kommt, Sherlock Holmes. Ich wollte dir keine unzufriedenstellende Antwort geben. Aber es gibt einfach zu wenig Hinweise, um fortzufahren. Außerdem gab es keine blauen Rosen. Blaue Rosen? Als ich ihn das sagen hörte, ist das Erste, was mir in den Sinn kommt, dieses Bouquet von Blumen, die mir diese seltsamen Männer zu meinem Umkleideraum vor 2 Tagen gebracht haben. Es tut mir leid zu unterbrechen. Was ist das mit diesen M und blaue Rosen? Mischen wir eine Zivilistin jetzt einfach mal in unsere Fälle ein. Macht sicher Fez. F ist eine geheime kriminelle Organisation, über die nur wenig bekannt ist. Wann immer sie ein Verbrechen verüben, hinterlassen sie immer eine blaue Rose am Unfallort. Ach so, und ja, das ist nämlich ihr Symbol, ihr Emblem. Ja, genau das. Ihr Emblem. Emblem? Was ist das nur mit diesem Wort? Ich kann nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass es irgendwie wichtig ist. Als ich versuche, mich zu erinnern, wo ich dieses Wort genau schon mal gehört habe, lege ich meinen Finger instinktiv an meine Lippen, in Gedanken verloren. Plötzlich höre ich ein Kichern von John. Stimmt etwas nicht, John? Nein, tut mir leid. Ich habe nur gerade gedacht, dass die Geste, die du gerade gemacht hast, als du in Gedanken versunken warst, genau wie ihre ist. Ihre? Weißt du, die Ermittlerin, die du gespielt hast? Erenja, Mika sagte, du würdest uns etwas Schönes zum Abendessen machen. Ach
Nee, Eren ja, Mika sagte, dass er uns etwas Gutes zum Abendessen machen würde, aber würdest du bitte gucken, ob er Anchovies benutzt? Huh? Es macht keinen Sinn zu versuchen, diese Unterhaltung zu unterbrechen. Erenja, ignoriere Sherlock einfach. Sherlock versucht diese Unterhaltung zu beenden, aber John lehnt seine Anstrengung ab. Nein, ignoriere nicht Sherlock nicht einfach. Diese Dose von Anchovies ist vor 2 Tagen abgelaufen. Du weißt schon, von den Mitfallmörders. Irene Adler. John hat ein großes Lächeln auf seinem Gesicht, aber Sherlock scheint nicht sehr glücklich zu sein. Ohne was zu sagen, legt er seine Hand auf seine Stirn. Die Art, wie du deinen Finger auf deine Lippen legst, wenn du über etwas nachdenkst, ist genau wie sie es gemacht hat. Obwohl ich denke, das ist zu erwarten, da du und sie dieselbe Person sind. Ich bin irgendwie neugierig, warum Sherlock sich gerade jetzt so benimmt, aber ich denke, es könnte nicht schaden, dieses Gespräch weiter zu verfolgen. Sherlock hat heute dasselbe zu mir gesagt. Okay, genug davon. Konzentrieren wir uns auf die Anchovies. Ja. Es ist einfach unmöglich, dass Sherlock nicht etwas bemerken würde, was du wie Irene tust. Immerhin ist Sherlock ein großer Irene Adler-Fan. Ah, was? Ja, jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack. Unser Sherlock Holmes ist ein Irene Adler-Fan. Ja, das war's eigentlich schon wieder fast mit dieser Episode. Ich gucke mal kurz. 17 Minuten. Also wir werden immer kürzer, was eigentlich auch daran liegt. Ich bin momentan nicht sehr gesprächig oder vielleicht auch zu involviert in die Geschichte. Ja, ich habe heute das Tablet von meiner Mutter bekommen. Also was ich ihr mal geschenkt habe, was meine Mutter nicht benutzt, was ich echt scheiße finde. Jedenfalls habe ich mir dort auch Climber Guard Me Sherlock installiert, ohne aber meinen Spielstand zu laden. Einfach, weil ich testen will, wie lange würde ich brauchen. Also braucht man Geld, um das Spiel wirklich gut durchzuspielen, also auch um mal die Premium-Routes zu bekommen und so weiter und so fort. Es wird ein hartes Stück Arbeit. So viel kann ich jetzt schon sagen. Aber es wird nicht unmöglich sein. Weil an sich, ich bin der festen Überzeugung, man braucht kein Geld, aber es wird halt massig lang dauern. Dasselbe habe ich dann übrigens auch mit anderen Spielen gemacht, wie zum Beispiel Ninja Shadows und Lost Alice. Was übrigens auch beides Spiele sind, die ich gerne nach Guard Me Sherlock Let's Playen würde, wenn ihr Interesse dran habt. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich wiederhole mich schon wieder. Ja, gerade Ninja Shadows hat ein paar sehr interessante Charaktere. Ich spiele das auch hier auf meinem Handy. Natürlich mit Geldausgaben. Und versuche da jetzt noch, während wir halt hier das Let's Play von Guard Me Sherlock haben, so viele Charaktere wie möglich zu bekommen, zu spielen, damit ich so den Unterhaltungswert abschätzen kann, mehr oder weniger, beziehungsweise die meisten Klamotten und Premium-Klamotten und so freigeschaltet habe, damit wir dann auch wirklich alles sehen können. Ja, sonst gibt es jetzt halt nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das gerade seht. Lasst doch wie immer gerne mal einen Kommentar da, sagt mir, wie ihr es findet, ob ihr mehr sehen wollt, ob ihr dann zum Beispiel auch die Specials sehen wollt, also die Spin-offs, weil jede Geschichte hat noch so seine Spin-offs. Und ich glaube, ich dürfte von einigen von den Charakteren diese haben. Wenn ihr sie also sehen wollt, sagt Bescheid. Und dann machen wir auch ein paar Spin-offs und die Hide and Kiss-Geschichten.
Also dann in diesem Sinne, ich wünsche euch heute noch einen wunderschönen Tag, Abend. Wie gesagt, whatever. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.